Willkommen zu einer weiteren Einheit in diesem VBA-Kurs. Dieses Mal möchte ich Ihnen zeigen, wie wir sinnvoll neue Menüpunkte in unser Menü integrieren und damit entsprechende VBA-Funktionen, Prozeduren sinnvoll aufrufen können. Das Ganze ist ein 3-Schritte-Prozess. Das Erste, was ich mache, idealerweise, ich greife auf diesen Event-Händler Workbook Open zurück. Den haben wir in einer früheren Einheit schon mal kennengelernt. Der sorgt dafür, dass der Code, der hier drinnen steht, zu Beginn des Ganzen aufgerufen wird. Also ich öffne meine Datei, er führt diese Prozedur an dieser Stelle durch. Das, was er macht, ist, er öffnet die Prozedur Start. Die schreibe ich allerdings in mein Modul und nicht in diese Arbeitsmappe, weil ich ansonsten ein Problem mit der Ausführung bekommen würde. Das heißt, ich habe zusätzlich im Modul dann noch zwei Sachen. Das erste ist jetzt diese Prozedur Start. Die sorgt jetzt dafür, dass das Ganze zu dem Menü hinzugefügt wird. Prozedur Hallo hier unten, die ist diejenige, die tatsächlich dann, wenn ich auf diesen Menüpunkt klicke, durchgeführt wird. Das Ganze, was ich hier jetzt mache, ist, dass ich zunächst hingehe, mir drei Objekte anlege, neuen Menüpunkt, ein Menüobjekt und einen Befehl. Das kann ich mir so vorstellen, dass ich mir quasi hier einen neuen Bereich anlege, neues Menü, oder in dem Sinne neuen Menüpunkt, also hier zum Beispiel Größe angleichen, ein neues Menüobjekt, zum Beispiel Breite, und einen neuen Befehl, das was ausgeführt wird, wenn ich auf Breite klicken würde. Dafür gehe ich zunächst erstmal hin, übernehme das bisher bestehende Menü, wie es ist, und dann, gut, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Eine Sache, die ich jetzt hier noch nicht gemacht habe, ich könnte mir jetzt angucken, ob es diesen Befehl, den ich hinzufügen möchte, schon gibt. Dann kann ich ihn entweder entfernen und dann neu hinzufügen, oder aber ich kann direkt dieses Hinzufügen abbrechen. Wie gesagt, das würde ich an der Stelle reinbringen. Wenn wir es jetzt überspringen und uns nur mit dem Hinzufügen beschäftigen, dann gehe ich zunächst erstmal hin und sage, ich setze jetzt mein neues Menüobjekt, also das, was ich hier jetzt einfügen möchte, als ergänzende Control-Sache des Menüpunktes und hier als Pop-up. Ich kriege also ein kleines Pop-up-Menü, über das ich verschiedene Befehle aufrufen kann. Dann muss ich dem Ganzen auch noch einen neuen Namen geben. Das mache ich hier immer mit dem Unterpunkt Caption. Also mein Pop-up-Menü lässt sich über den Punkt Neuer Menüpunkt aufrufen. Es ist so, als wenn ich jetzt hier Ausrichten habe, das ist halt die Caption dieses Menüobjekts. Danach gehe ich runter, gebe jetzt die ganzen Befehle an, die in diesem neuen Menüobjekt aufgelistet werden. Das ist hier an der Stelle nur einer, nämlich dieser Befehl, dem ich auch hier unten schon den Namen Neuer Befehl gebe. Den muss ich aber auch erstmal zu diesem Objekt hinzufügen. Das mache ich über Menüobjekt und dann auch wieder Controls.add. An der Stelle möchte ich jetzt nicht noch ein Untermenü haben, sondern direkt einen Button, auf den ich klicken kann. Das heißt, hier füge ich es hinzu als MSO, Microsoft Office, Control Button. Das heißt, das ist jetzt etwas, was ich anklicken kann. Das hat, wie gesagt, den Namen Befehl. Und dann habe ich noch hier den Unterpunkt OnAction. Also was passiert, wenn ich diesen Teil anklicke? Und wenn ich den Teil anklicke, dann habe ich hier, dass die Prozedur Hallo aufgerufen werden soll und die gibt eine Messagebox aus. Das heißt, wenn ich mir das Ganze praktisch angucke, ich kann es einmal ausführen oder es wurde schon automatisch ausgeführt, dann sehe ich hier erstmal in dem Menü nichts. Das liegt einfach daran, dass der in den neuen Fassungen es immer direkt hier in den Teil Add-ins einfügt. Dann sehe ich hier auch schon meinen neuen Menüpunkt, Pop-up-Menü. Wenn ich das mache, habe ich hier neuer Befehl, meine Schaltfläche. Wenn ich die anklicke, kriege ich an der Stelle meine Messagebox.
Und das wäre es auch schon alles zu dem, was man hier zu dieser Einheit sagen kann. Ich hoffe, es hat Ihnen soweit gefallen. Und weitere Einheiten, die finden Sie entweder über den Rest des Kurses oder die zugehörige Playlist. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.